Hallo Leute, und willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Heute mit einem weiteren Turniervideo. Wir sind im Finale. Ich habe einfach so ein bisschen gespielt. Ich dachte, ich nehme nicht jedes Turnier auf, aber jetzt wurde ich ins Finale getragen, Anführungsstriche. Mein Teammate ist sehr, sehr gut. Der hat wirklich viele wichtige Tore gemacht. Deswegen, ich habe gar nicht so viel machen müssen. Aber ich dachte, wenn ich mal die Chance habe, noch ein Turniervideo zu zeigen mit dem Finale, dann mache ich das auch. Wie dumm das aussieht, ne? Mit Kopfhörern, Mütze und Kapuze drüber. Ewig kein Finale mehr gezeigt, deswegen jetzt ganz spontan, es tut mir leid. Wahrscheinlich kriegen wir auf den Sack. Okay. Nice. Grüßer Soll. Ehre. Ich hätte niemals mitten dürfen übrigens. Der eine, den ich kriegen kann. Er hat übrigens angefangen zu schreiben, nachdem wir gewonnen hatten. Ihr wisst, was ich davon halte. Ich halte das für ein schlechtes Omen. Viele Leute fangen an zu schreiben und danach verliert man. Ja, ja. Nachdem wir ins Finale gekommen sind. Aber der ist gut. So, das ist ein Champion 1 Turnier. Der spielt nicht wie ein Champion 1. Der hat richtig präzise, gute Schüsse, die meist viel Power haben. Oh, nice. Frühes 3-0. Ist sehr, sehr gut. Ist sehr, 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 sehr gut. Schwer, warum schwer? Krass, ich habe eigentlich gechoked. Der Team gut gerettet. Der muss gehen. Solche Bälle muss ich machen. 4-0, dann wäre das Ding hier gegessen gewesen. Ah, nice, let's go. Okay. Das nächste, die Gegner, die mussten sich auch erstmal ins Finale spielen. Deswegen würde ich sie nicht unterschätzen. Oh, das war. Teammate wollte auf den Bump gehen. Ich wollte passen für Teammate. Upf. Calculated. Bam. Oh, nice. Sehr, sehr gut. 7-1, brasilianisch. Ja, das war's, das. Aber das jetzt haben wir gewonnen, das erste Game. Okay. Ich habe die gesamte Season noch kein Turnier gewonnen. Und ich glaube, ich habe letzte Season auch kein Turnier gewonnen. Ich glaube, letzte Season war die erste Season, seit Rocket League kostenlos geworden ist, wo ich kein Turnier gewonnen habe. Ja, das meine ich. Der hat aber keinen Hookshot gemacht. Der hat einfach den Ball weiter kontrolliert. Und ich glaube, wenn mein Team nicht engaged hätte, wäre der sogar fast schon ausgelandet. Heat. Come on. Oh. No! Wir haben Chancen. Das ist gut. Die müssen wir ausweichen. Könnte was geben. Nice. Sehr gut. 1-1. Nein, 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 Yep. Ah. Jetzt bin ich sehr, was denkst du denn? Denkst du, ich will das verlieren? Puh, come on, ich will ein Turnier gewinnen. Das ist meine beste Chance bis jetzt. Ich habe einen guten Teammate. Die Chancen in den Spielen sind da. Weil die muss auch ein bisschen Nerven haben. Die hat ja vorher echt regelmäßig gemacht, die Bälle. Den Ball hasse ich. Oh. Oh.
Ich sag's, wie es ist. Er hat angefangen zu schreiben und danach war es nicht mehr so fehlerlos. Oh, geht's? Geht. Nice. Es sind zwei Tore in 240, das ist locker noch drin. Ist trotzdem nur ärgerlich, hier hinterher zu rennen. Geschockt, hast du geschockt? Nice. Ein Tor. Ein Tor. Oh mein Gott, let's go! Let's go, 3-3! Das meine ich aber, er hat sich gefangen. Er macht wieder guten Shit. Nein, jetzt kein Kick-Off-Tor passieren. Aber wir sind Kick-Off-Tor. Noch was sagen, weil ich werde es in den Kommentaren lesen. Zum kleinen Boost vorzupushen ist normal. Das macht jeder gute Spieler. Das ist ein völlig normaler Move gewesen. Ich hole mir kurz einen Ball zur Pokale. Vielleicht ist hier was Krasses drin, was meine Laune hebt. Laune ist nicht gehoben. Ich will kurz was erwähnen, was ein bisschen untergegangen ist. Und zum letzten Turniervideo. Da haben wir ja schon das gezogen. Ich hab's noch nicht vorgestellt, aber ich besitze es immer richtig am Morgen. Du beginnst halt mit irgendwie 7-1 oder 8-1 ins Finale. Zweites Spiel verlierst du unglücklich knapp. Drittes Spiel rennst du hinterher und verlierst wegen einem Kickoff. Ja, meine Laune ist im Keller. Okay. Ja. Aber das Mann, ich bin schon. Ja gut, wir sehen uns morgen bis zum nächsten Video. Ich weiß nicht, ob das ein Video wird. Wenn es ein Video wird, dann sehen wir uns morgen bis zum nächsten Video. Wenn ihr euch was hier aus dem Shop holen wollt, Creator Code, Badeups und Tee. Abo könnt ihr auch da lassen, wenn ihr wollt. Mir egal. Bis dann, Leute. Und ciao.